Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, gibt es mal wieder einen Action-Haul. Ja, wir waren nochmal beim Action. Es ist allerdings schon ein bisschen länger her. Wir waren letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so, waren wir außerhalb von Berlin und haben einen Baum geschlagen. Ja, nicht geschlagen, aber gesägt. Und wir sind zu so einem Bauern gefahren. Nach Tiefensee. Mir fällt der andere Ortsteil nicht ein. Naja, auf jeden Fall waren wir einen Baum schlagen, sägen. Und wir haben einen riesigen Baum, über 2 Meter. Und ja, wir brauchten noch Kugeln, denn wir hatten nicht genug letztes Mal mitgenommen für diesen Baum. So, wir wollten auch nicht lange bleiben, wir hatten nicht viel Zeit und wir waren ja davor schon mal beim Action im November und hatten Kugeln geholt und wir wollten eigentlich nur Kugeln. So, aus diesen nur Kugeln, ihr Lieben, wurden 4 Taschen und das auf die Schnelle, das muss man noch dazu sagen, wir waren nicht mal im Parkhaus geparkt und wir mussten 4 Taschen kaufen, weil wir hatten nichts mit, es war nicht geplant. Und ja, so kann das gehen und deswegen gibt es wieder ein Action-Haul. Jetzt habe ich aber viel geschwafelt und ich würde sagen, legen wir einfach mal los, was wir so Schönes mitgenommen haben, außerhalb von Weihnachtskugeln. Wir hatten im Übrigen Glück, denn die Kugeln waren die letzte Woche Wochenangebot und wir haben sogar noch zweimal Altrosa bekommen. Naja, aber das zeige ich euch im Laufe des Hauls, was wir so bekommen haben. So, wir fangen an mit den großen Sachen. Wir haben hier Geschenkpapier mitgenommen in Kraftfarben. Marco wollte das gern, hat glaube ich nur 69 Cent gekostet, war nicht teuer. Und 70 mal 300 Zentimeter sind da drauf, also man hat einiges, kann man sagen. Ja, das war die erste Geschenkrolle. Wir haben noch mehr, die habe ich dann mitgenommen. Die fand ich sehr hübsch mit so Rentieren, Elchen, Hirschen. Ja, ihr wisst schon. Und da ist auch 70 mal 3 Meter, sieht aber nicht so aus. 300 Zentimeter. Ja. Aber sehr hübsch. Ist so ein bisschen foliert und hat mir sehr gut gefallen. Hat, glaube ich, auch 69 Cent gekostet. Und dann habe ich noch mal zwei so transparente Folien mitgenommen, weil die kann man immer gebrauchen. Das ist sogar 70 mal 500 Zentimeter. Ja. So transparent halt. Ich verpacke gerne, nämlich in so Tabletts, aber ich habe welche gekauft, werde ich euch dann zeigen nach und nach. So, ja, dann kam noch der süße Kollege hier dazu. Kekse, Kekse. Ja, es ist das Krümelmonster. Ich fand den so, so cool und es gab auch, wie heißt der rote? Elmo oder so? Gab es auch, aber. Der ist auch mal geil, oder? Hier, der schielt so lustig und ja, der ist richtig flauschig, hat einen dicken Bauch. Richtig cool. Und der hat 5,95 € gekostet, was nicht so teuer ist, wie ich finde. Ist ja auch ein Lizenzprodukt, darf man nicht vergessen. Ist aus der Sesamstraße. Und deswegen richtig geil. Kekse, Kekse. Marco steht da und guckt zu. Hallo, Leute. Hallo. Da winkt er. Ja. Ja. Genau. Das ist Action-Einkauf. Richtig, da sind wir gerade dabei. Richtig. Ich muss mal die Geschichte erzählen von unserem Habe Weihnachtsbaum. ich schon. 2,70 Meter Tanne hat der Mann hier gefällt, beziehungsweise gesägt. Ich habe geschwitzt. Wir brauchen erstmal Glühwein danach. Ja, das stimmt. Und eine leckere Wahl. Also kann man empfehlen übrigens. Bratwurst. Wer sich das Video Oh, guck angucken mal, da kann man die will, Hand rein. ist. Ach, guck Kökso, an. Kökso. Kann man Keks reinstecken? Wer sich das Video angucken will, auf dem Biersüffler gibt es das Video. Unter der KW50. Da habe ich ein paar Ausschnitte von der Süßen und mir. Um Gottes Willen. Ja, kann man sich angucken, Nein. wie ich den Baum gefällt habe. Psst. So, es geht weiter. Biersüffler. Den halte ich jetzt aber nicht in die Kamera, weil der ist zu Den groß. Bauch? Den Baum. Also, Der ja. ist ein bisschen zu groß, um ihn überhaupt reinzustellen. Ne? Ja, wir machen weiter und zwar Lametta. Wir hatten letztes Mal schon mal Lametta mitgenommen, aber diesmal habe ich noch mal dieses Irisierende. Das ist richtig schön. Im Übrigen habe ich leider keine Federboa mehr bekommen. Das heißt, der Baum wird wahrscheinlich ohne Federboa sein. Leider. Ich hätte gerne noch eine Federboa.
Aber dafür eine große silberne Kugel. Ne, die kommt da nie ran. Das passt nicht. Die kann man irgendwo anders hin machen. Die kommt gleich noch. So, wir machen weiter mit einer... Ja, nee, das filme ich doch noch. Ja, genau. Der liegt da so. Ach. So, dann haben wir hier eine Weihnachtsmütze, die hat Marco mitgenommen. Die ist sehr steif, fällt mir gerade auf. Ein Christmas Hat, ja, ganz normal, leuchtet gar nichts. Gar nicht. Und dreckig ist es von innen. Muss man sauber machen vorher. Ja, ist so eine Weihnachtsmütze. Ich glaube, die war nicht teuer, 69 Cent oder so, aber ist sehr steif. Also ist nicht so weich. Also weich schon, aber nicht so, ne? Sehr hart, ja. Nimm deine Weihnachtsmütze mit. So, wir machen weiter. Und zwar waren meine leckeren Kerzen wieder. Oder steif auf dem Kopf, ey. Steif? Ja. Meine leckeren Kerzen, und zwar waren die im Wochenangebot. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Die riechen sehr lecker, riechen sehr lange und die finde ich super. Also diese Essential Oils, nee, Essential, doch Oils, natürlich. Von Airwick in Vanille habe ich mitgenommen. Ich liebe diesen Duft. Mmh, riecht yummy. Wir waren, wie gesagt, Wochenangebot. Ja, ich habe endlich Kartenrohlinge bekommen. Leider auch nicht die richtigen. Ich wollte eigentlich die ganz normalen weißen haben. Die sind jetzt ein bisschen metallisch, aber das macht nichts. Das ist auch noch in Ordnung. Passt auch noch alles drauf. Aber ich wollte eigentlich, die normal weißen. Davon habe ich auch noch mehrere mitgenommen. Die kommen noch. Ach so, da. Da ist noch ein Pack. So, ja, ich habe tatsächlich die Liquid Watercolor Farben bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Die gab es letztes Mal bei uns nicht und das sind diese Farben, da kann man dann mit rumschmieren. Ich finde die Kästchen toll, ich finde toll, wie das verpackt ist, so teuer war es glaube ich auch nicht, einen Zettel habe ich natürlich nicht mehr. Wie gesagt, ist auch schon ein bisschen länger her, ich glaube an die 3 Euro oder sowas, gab es die Farben und es gab diese Farben. Ja, wie gesagt, fand ich sehr, sehr cool, die Liquid Color Farben. So, dann habe ich Embossing Tools bekommen. Und zwar in rosa, in blau. Ich glaube, war da noch eine Farbe, oder? Oder auch nicht. Also in dieser Konstellation. Haben 2 Euro noch was gekostet. Oh, das ist mein Bauch. Ich habe Hunger. Das ist Smooth und das ist Glitter. Ach so, okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe einfach eingepackt. War da. Yay. Habe ich mich gefreut. Gut. Embossing Tools. So, dann habe ich Schwinnmarker. Diese hier mitgenommen. Schwarz, Cool Grey und Warm Grey. Die nutze ich ziemlich häufig. Deswegen habe ich mir nur dieses Dreierpack mitgenommen. Ich glaube 99 Cent. Habe ich mich sehr gefreut, dass die da waren. Auch in Schwarz. Und Marco hat einen Silikonpinsel, so einen großen, eingepackt. Ja. Wir backen nicht, nein. Ich weiß nicht, wofür das ist, für Arosto oder was. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Die Tüte ist leer. Ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Platz. Und dann muss ich gleich erstmal was essen, ihr Lieben. Denn, wie gesagt, Frauchen hat Hunger. So, die erste Tasche ist leer. Machen wir hier weiter. Kugeln. Das sind die Kugeln, die im Angebot waren. Wie gesagt, altrosa, habe ich schon mal erzählt. Der Baum wird altrosa. 2,94 Euro, super Preis, sogar echt Glas. 2,94 Euro, doch, ich glaube schon. Ist sogar echt Glas und ja, altrosa Kugeln. Da haben wir die letzten beiden bekommen. Fand ich sehr cool. Habe ich mich gefreut. Und wie gesagt, klasse Preis. Ich glaube, mit den Kugeln sollte es jetzt reichen. Wir haben aber noch mehr mitgenommen, womit dann kombiniert wird. Ja. So, Marco hat eine Riesenkugel mitgenommen. Da sieht man mich jetzt. Ja, furchtbar. So, ist so eine Riesenkugel. Ja, schnell weg. Warum er die mitgenommen hat, weiß ich nie so genau. So, dann gab es hier so schöne Schleifen. Leider waren das die letzten. Ansonsten hätte ich mehr mitgenommen. Ich fand die sehr hübsch. Und ja, haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, die sind hier so samtiger. Und die sind so mit Pailletten. Gab es nicht viele, ne? Also, das waren auch die einzigen. Also, in der Konstellation, ich glaube, ich habe noch ein paar andere, aber ich weiß es nicht so genau. Ist ja schon wieder ein bisschen her. So, das einzige Washi-Tape, was ich mitgenommen habe, ist dieses hier. Fand ich sehr hübsch. Mit diesem rose-goldenen Schimmer. Ja,
Fand ich toll. Habe ich auch noch nicht gesehen vorher. So, kommen die anderen Kugeln. Mit denen kombiniert wird. Das ist so milchig weiß. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Und ich freue mich schon mega, wenn der Baum steht, wie der aussieht. Nur schade mit der Federbohr. Aber habe ich mich gefreut. Die kommen auch noch häufiger, weil ja, wir wussten nicht, wie viele wir jetzt mitnehmen sollten letztendlich. Aber so, dann war ein Wochenangebot. Moment. Oh. Der Pullover. Ja. Mr. Snowman. Genau. So ein Weihnachtspullover habe ich auch noch nicht anprobiert, ob der überhaupt passt oder so. Aber ich bin gespannt und sieht sehr süß aus. Genau. Mr. Snowman. So, muss ich mal zurück tun. 6,95 Euro im Übrigen. Hoppla, Entschuldigung. Dann habe ich noch diese kleinen Tannenbäumchen mitgenommen. Ich mag ja diese 3D-Figuren gerne für Kisten, Boxen oder sonst irgendwas zu nehmen. Und da finde ich die eigentlich ganz süß. Ja, ich habe nur keinen Nikolaus. Nikolaus wäre auch noch gut gewesen. So ein großer oder so. Oder ein Schneemann. Hätte man gut Boxen, Weihnachtsboxen machen können. Ne? So, dann habe ich noch 3 Tabletts mitgenommen. So runde kleine. Einmal dieses hier, einmal dieses hier und einmal in dieser Farbe. Die haben 1,99 Euro gekostet. Ich verpacke so gerne Geschenke und dann mit Zellophanfolie, also mit dieser transparenten Folie, die ich euch gezeigt habe, verpacken. Und dann sieht das ganz schön aus, macht was her. Dafür habe ich die 3 mal mitgenommen, dass man das dann schön verpacken kann. So, ich glaube, die Tasche ist leer. Ja, da ist der Pullover noch drin. So, das mache ich jetzt wieder hier drin. Wie ihr seht, hat sich das gelohnt, obwohl wir nur Kugeln wollten, ne? Ja. So, machen wir Rinder. Wieder ein bisschen Platz. So. Machen wir die Tüte weg. Oh. Kommt die nächste. Dann habe ich diese Schablonen mitgenommen. Ich glaube, ich hatte welche von der lieben Anna bekommen, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ja, da sind so die Sterne richtig schön, die Punkte. Und das fand ich irgendwie auch cool. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich schon habe und was nicht. Ja, dann fand ich das schön zum Verpacken. Es gab ja so dieses passende Geschenkpapier auch dazu. In Goldglitzer und Silberglitzer, glaube ich, Schwarzglitzer auch. Und dann habe ich mal die zum Verpacken mitgenommen. Ich liebe Schwarz. Das wisst ihr, ne? Ja, wir haben ganz viel zu essen auch mitgenommen. Marco hat diese Waffeln hier gefunden. Waffeln mit kakaohaltiger Fettlasur. Ja, die Kalorien lassen grüßen. Ob die schmecken, keine Ahnung. Kommt jetzt die Essenstüte. Dann haben wir Zwiebelringe. Ich dachte eigentlich, die hätte er zweimal. Ach ja, hier. Zwiebeln, Ringe, Kräutermix. So. Die habe ich mitgenommen. Ich esse manchmal gerne Erdnussplätzchen. Und ja, wollten wir mal probieren. Also ich wollte ich mal probieren. Dann hat Marco einen Durstlöscher mitgenommen. Die nimmt er immer mit. Sonst trinkt er den immer im Auto. Granatapfel-Zitronengeschmack. Ja, Durstlöscher. Dann hat er ganz viele von diesen Suppen mitgenommen. Die waren für 22 Cent im Angebot. Und ich glaube, wir haben 19 Stück. Also grüne und noch andere. Die zeige ich euch aber nicht alle, weil das wäre Wahnsinn. So, dann hat er sich noch von Fanna den grünen Tee hier mitgenommen. Zitrone, Kaktusfeige. Oh, Kaktusfeige hört sich ja interessant an. So, dann brauchte ich eigentlich keine Klebemaus, aber er meinte, das gehört schon irgendwie dazu. Deswegen haben wir eine diesmal. ja, das sind Suppen hier, die brauchen wir nicht. Ja, dann habe ich mir diesen Süßen hier mitgenommen. Genau, den wollte ich auch mal testen. Kann ich jetzt auch mal tun. Das ist ein Lautsprecher. Kann man mit dem Handy über Bluetooth steuern. Fand ich sehr cool. Sieht sehr süß aus. Ja, ne, was soll ich sagen? Möchte ich mal testen noch. Es hätte auch ein Einhorn gegeben, aber persönlich finde ich den Panda jetzt süßer. Das Einhorn habe ich nicht gesehen, aber selbst wenn, hätte ich, glaube ich, den Panda genommen. Weil der sieht richtig niedlich aus, oder? Ja, sehr süß. So.
Dann haben wir nochmal Kugeln, diese milchweißen Kugeln, cremefarben. So, hier ist Suppe, Suppe, Suppe. Ja, ihr wisst, die dürfen nicht fehlen. Die sind voll lecker. Ich liebe die voll. Und deswegen dürfen die nicht fehlen. Das ist alles super. Ja, dann habe ich diese tollen Teile hier gefunden. So ein MDF-Set kann man selber machen für den Schreibtisch. Und ich fand die Aufteilungen recht cool. Hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Kammern. Und ja, fand ich schön. Werde ich aber dann anders gestalten, wie es hier aussieht. So, und in der Tasche habe ich dann diesen auch noch mitgenommen. Das fand ich cool, dass man hier Washi-Tape-Rollen dran machen konnte. Das fand ich sehr geil. Und dann hier noch drei größere für Stifte, Scheren oder. Ja, fand ich sehr gut. Ich glaube, 2 Euro noch was haben die gekostet. Die sind nicht so teuer. So, die Tasche ist auch abgearbeitet. Oh, muss ich wieder ein bisschen Platz machen. Eine Tasche haben wir noch, ihr Lieben. Dann habt ihr es geschafft. Wie lange sind wir denn schon dabei? 16 Minuten? Naja, geht ja, ne? So, zack, 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 zack. Eingeräumt ist Gott sei Dank immer schnell. Oh, das zog im Rücken. Oh. Aua, jetzt zieht es mir im Rücken. Ja, so, und die letzte von den Kugeln, die wir mitgenommen haben, noch einmal cremeweiß. Das heißt, wir haben dreimal vom letzten Mal noch altrosa und dreimal dieses Milchschnittweiße. Ich glaube, damit sollten wir weiterkommen. So, dann habe ich... So, da ist diese Suppe. Die hat Marco ganz häufig mitgenommen. Ich glaube, 12 Mal. Ja, die mag er anscheinend ganz gerne. Und die lasse ich jetzt aber alle drin. Dann hat er sich noch ein Hemd mitgenommen. Die trägt er im Moment nur. Sieht mal aus wie ein Holzfäller. Men's Shirt, ja. Es ist sehr flauschig, ist halt so Flanell, ne? Würde ich sagen. Und ja, sind wir gespannt, ob das passt. Wissen wir noch nicht. Genau. Mal zur Seite hier, so. Oh, das Runterbücken macht mich fertig gerade. Ich bin alt. Ja, dann haben wir... Was sind da runtergefallen? Keine Ahnung. Dann haben wir eine Knoblauch... Presse. Also hier sieht man es. Wir hatten schon mal eine mitgenommen, aber die war sofort kaputt und deswegen dachte er sich, jetzt versuchen wir es noch einmal. Ach, wir haben noch ein paar Kugeln, aber diesmal kleine. Ich habe ein Tablett gemacht mit einem Wichtel und habe aber nicht genug kleine Kugeln gehabt und deswegen habe ich noch mal, ja, habe ich mich gefreut, dass ich die zwei gefunden habe, die kleinen, und musste sie dann sofort einpacken. Habe ich mich gefreut. Dann haben wir Panzertape mitgenommen. Wir nehmen irgendwie immer Panzertape mit. Ich will nicht wissen, wie viele Rollen wir mittlerweile schon haben von dem Tape. Ach ja, ich sag ja, ich hatte nochmal welche erwischt gehabt. Und zwar in grün. Ja, fragt mich nicht, was mich da geritten hat. Aber ich dachte, in grün habe ich irgendwie so gar nichts. Und manche mögen ja grün. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Also Moment kurz. Oh, das hat Marco für Juna wieder eingepackt. Das ist so eine... Ja, genau. Eine Maus. Moment, wir können das machen. So. Ja, naja, das war jetzt ein Moment. Genau. Und dann kann Juna sie jagen. Die kleine Maus. Aber Juna ist eigentlich nicht für sowas zu haben. Sie guckt sich das einmal an und das war's. Das ist typisch Katzi. Ich habe noch eine zweite von den Kerzen mitgenommen. Wie gesagt, ich liebe die. Die riechen sehr gut. Oh. Ich kann nicht mehr bücken. So. Ich muss sie jetzt auf den Schoß nehmen. Marco hat sich Eau de Toilette von Dunlop mitgenommen. Wie das riecht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er vorher an irgendwas riechen konnte, ob da ein Tester war. Ich glaube, 2,99, das war nicht so sonderlich teuer. Dann habe ich
nochmal Kartenrohlinge. Ah. Nochmal Schleifchen. Oh. Twin-Marker in Gelb, weil ich kaum Gelb habe. Und deswegen habe ich mir mal ja, das Set in Gelb hier mitgenommen. Braucht man ja doch. Die kennt ihr vielleicht noch. Die waren mal im Angebot. Das Schweinchen hatte ich noch nicht. Und ich dachte mir so, naja, es ist gerade da. Es ist süß. Und habe ich das Schweinchen noch bekommen. So, das ist alles Suppe. So, Moment, das muss ich euch gleich offen zeigen. Ich habe hier noch was anderes wie Suppe. Suppe, Suppe, Suppe. Okay. Was habe ich noch? Das war auch im Wochenangebot. Das ist für jemanden zu Weihnachten. Und ich fand die Verpackung ganz cool, ganz schön gemacht, oder? Ich finde, zum Verschenken macht sich das ganz gut. Und ja, das ist so Body Lotion ist da drin, Körperpeeling, Duschgel und Magical irgendwas. Handcreme. Okay, hier sieht man's. Fand ich sehr schön, wie gesagt, toll verpackt. Und zum Verschenken zu Weihnachten finde ich das ganz gut. So, zwei Sachen zeige ich euch jetzt noch. Und zwar einmal diesen Postkartenblock. So schön, oder? Ich finde die irgendwie schön. Shine like a diamond, enjoy. Kann ich das irgendwie aufmachen? Nein, weil ich habe mein Bastelmesser auch verlegt. Irgendwie finde ich das nicht. Hatte ich euch schon erzählt. Ich glaube, ich muss mir ein neues kaufen. Irgendwie ist das weg. Und finden wir nicht mehr. Oh, so. Haben es geschafft. So. Shine like a diamond. Aha. Immer doppelt. Ja. Enjoy. Congratulations. Süß. Kätzchen. Ist auch sehr schön. Das ist auch sehr, sehr hübsch. Ja, das sind einmal diese. Und dann habe ich die noch bekommen. Die sind auch super, super niedlich. Hier hinten sieht man ja eigentlich alle. Ich brauche das ja nicht aufmachen und steht auch zweimal da. So, so süß, sogar mit Einhorn. Und ja, fand ich sehr schnuffelig. Ihr Lieben, ihr habt es geschafft. Yay! Ich habe Rückenschmerzen, aber wir haben den Haul abgedreht. Was auch sehr gut ist, ich habe tierischen Hunger, Kohldampf. Ich muss jetzt mal unbedingt was essen. Und das interessiert euch wahrscheinlich ja nicht, aber trotzdem mal erwähnt, ne? Ich danke euch fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.